So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich nehme nämlich immer mehrere Folgen gleich hintereinander auf. Guck mal gerade in Ragusa, wie es in der Kirche Ich aussieht. freue mich, euch hier zu sehen. 19% muss ich heben. Seile. Hatte ich nicht 10 Seile im Kontor? Egal, spende ich noch Holz. Warte mal, habe ich nicht vielleicht noch in meiner Residenz irgendjemanden, der mir dabei helfen kann? Bis zum 30. September, verdammt. Was kann die denn? Die könnte ich gleich wieder gebrauchen. Jetzt kann meine Ehefrau eine Aufgabe machen. Ach nee, kann sie nicht. Unterstützt mich immer noch. Okay, der könnte Seuchen aufheben. Bringt mir jetzt aber gerade nichts. Gut, aber er ist inzwischen in Rom angekommen. Heißt also, ach, hier gibt es keine Arbeitskräfte. Toll. Wunderbar. Genau so muss das sein. So, verkaufe ich mal hier gerade mein Gut. So, und ich müsste auch bald wieder abstimmberechtigt sein im Senat. Also da dürfte ich bald wieder aufsteigen, hoffe ich. 9 Tage noch. Für ihn könnte ich auch noch was Meine machen. Familie benötigt eure Hilfe. Famagusta. Ja, kann ich machen. Bis wann ist das? Meine Familie benötigt eure Hilfe. 25. Oktober. Und wo ist Famagusta? Es gibt Nachricht aus Ragusa. Ragusa. Rohstoffe fehlen. Verdammt. Wieso fehlen mir da dauernd die Rohstoffe? Das kann doch so nicht weitergehen. Woran kann das denn liegen? Ich gucke erstmal, wo ist ein Famagusta? Das hatten wir schon mal irgendwann. Da ist es, gut. Heißt also, ich fahre jetzt nach Koroni, hol dort die entsprechenden Rohstoffe. Und ja, das ist es dann. Nee, ich fahre erst nach Koroni weiter. Oder nach Durazzo gleich. Ich guck nochmal, was kann ich hier eventuell Ich freue mich, euch hier zu sehen. spenden. Spenden dieser Kirche mehr Waren. Ich bin wohl der Einzige, der Waren spendet in dieser Stadt. Sieh mal in Zara nach. Was gibt's denn da? Wohnraum knapp. Okay, das kann ich ändern. Damit habe ich absolut kein Problem. Brauche ich einfach noch ein Wohnhaus. Brauche ich einfach zwei Wohnhäuser. Es lohnt sich gleich viel mehr. Ja. Achso, ich bin schon längst angekommen. Aber vorher gucke ich noch Kommt im heran. Rathaus. 47 Gewürze. Ja, klar. Gerne. Kein Problem. Habe ich nämlich auch noch alles in Koroni. Hoffe ich. Ja. Die probiere ich natürlich auch alle zu Maximalpreisen zu verkaufen. So. Ja, ich muss gleich nochmal gucken, wie es eigentlich mit meinen Handelsrouten läuft. Ein Konvoi ist ohne Aufgabe. Ja, ist mir klar. Du fährst jetzt aber erstmal wieder zurück nach Koroni. Ich brauche nämlich dringend die entsprechenden Rohstoffe. Und hier, wir sitzen hier in der Ich Kirche aus freue immer mich, noch. euch hier zu sehen. 13,8, das wird so nichts.
Ich guck mal gerade im Kontor. Willkommen. Seltsamerweise läuft hier alles bestens. Hm. Okay. Ja. Ist fast immer leer. Und jetzt gucke ich mal nach den Handelsrouten. Die sind nämlich... Erstmal mache ich hier die Matrosen voll. Ich hoffe, dass ich die noch voll kriege. Und zwar sind die Handelsrouten hier. Der macht Gewinn. Gut. Der macht auch Gewinn. Warte. Ich fange nochmal vorne an. Rasender Falke, Gewinn. Dagama, Gewinn. Lusitania, Gewinn. Nautilus, Extrem, Gewinn. Ja, gut. Geht doch. Und Konvois. Gut, dass diese kleinen Konvois fast gar keine Verbrauchskosten haben. Es gibt Nachricht aus Ragusa. Ach, schon wieder. Wieso fehlen mir denn dauernd die Rohstoffe? Irgendwas ist da nicht ganz gut ausgerechnet. Jetzt habe ich gerade mit ein bisschen Verlust verkauft, aber ist egal. So. So. Und jetzt gucke ich mal, was brauche ich wegen dem Auftrag in Famagusta? Ich brauche Gewürze nach Durazzo und Glaswaren, Kleidung, Metall und Honig. Das dürfte doch alles nicht allzu schwer zu beschaffen sein. Glaswaren. Ja, Glaswaren, Metall. Und Honig. Kann ich noch ein bisschen Seide mitnehmen? Gewürze natürlich. Die nehme ich jetzt einfach mal alle mit. Brot kann ich noch was mitnehmen. Seile. Farbstoff natürlich nochmal auffüllen, weil den kriegt man echt überall irgendwie los. Und hier nochmal Baumaterialien. Und ein bisschen Getreide. Ach, und Töpfer waren vielleicht auch noch. Ja, und jetzt ist mein Schiff voll. Toll. Also, auf nach Famagusta. Ich guck mal im Geldhaus. Ich begrüße euch und gebe einen Rat. Geld allein. Armbrustmacher. Armbrustmacher ist ein interessanter Beruf. Ach, Kredit zurückgezahlt. Gerade jetzt, wo ich aus dem Geldhaus rausgegangen bin. Geldhaus. Guten Tag. Ihr solltet euer Geld nicht mit vollen Händen. Jo, verleihen wir das auch mal. November, Januar und November kriegen wir das Geld zurück. Es gibt Nachricht aus Rom. Ich guck mal gerade hier. Wer würde denn für mich stimmen, theoretisch? Einer, zwei, drei. Ja. Ist nicht viel. Ihr könnt meiner Familie einen Dienst erweisen. In einer venezianischen Stadt ein Kontor eröffnen, von mir aus. Das wäre jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. Nein, er hier. Los jetzt, ich will meinen eigenen Konvoi auswählen. Genau. Du holst dir nochmal die letzten Matrosen, die du... Gibt's doch echt nicht, ja. Kann immer noch mehr. Ja. Und der fährt jetzt, wo ist noch eine venezianische Stadt? Ist Tripolis eine venezianische Stadt? Nein. Tunis? Nein. Warum gibt es noch venezianische Städte? Weil ich das sehe, nirgendwo. Pisa wird ja wohl mit Genua verbündet sein, genau. Mal habe ich hier schon ein Kontor, nein. Gut, dann fährt der mal nach Syrakus. Er richtet dort ein Kontor.
Er hier ist ja angekommen. Achte auf Ragusa. Und mit dem kann ich jetzt hier handeln. So. Die Gewürze wollte ich hier eigentlich nicht verkaufen, aber ein paar kann ich hier auch verkaufen. Wie viel kriege ich denn hier zum Höchstpreis los? So. Ich hoffe, ich muss nicht alle Waren so oft verkaufen. Weil dann hätte ich mich ein bisschen verschätzt. Nein, muss ich nicht. Gut. Oder? Jetzt bei 89. Wenn ich jetzt noch Glas verkaufe. Ja doch, geht so. Wunderbar. Dann ist ja alles in Ordnung. Krass, hier kann ich alles verkaufen. Wie viel muss ich hier noch? Nicht mehr viel. So, Auftrag erfüllt. Geht doch. Dafür muss ich jetzt in einer venezianischen Stadt ein Kontor errichten, genau. Und mit dem Schiff hier, wo ich schon mal hier bin, werde ich auch... Verdammt, ich habe meinen Counter vergessen. Gibt's doch nicht. Heißt, ich mache jetzt noch 10 Minuten. Timer 10 Minuten starten. So, ich bin inzwischen hier hinten angekommen, aber mit dem Schiff, was ich hier habe, ich scroll dort auf den zweiten Bildschirm, fahre ich einfach mal darüber. Und hier in Syrakus errichte ich ein Kontor. Bam. Kontor. So, geht doch. Venedig. Senat. Gut, ich hätte eine Stimme. Zwei Stimmen, drei Stimmen, vier Stimmen vielleicht. Warte mal, zu wem könnte ich denn... ich könnte mal ihm hier meinen, wie heißt denn der? Eugenio Grimani. Dem könnte ich gleich mal... Steht meiner Familie mit Taten zur Seite. Ja. Bei Grimani könnte ich mal meinen Verwandten hinschicken. Wo ist denn das? Nachricht aus Syrakus. Wo ist denn mein Verwandter? Hier. Genau. Und sie hier schicke ich mal nach Ragusa. Warte, erhöht meine Beliebtheit. Verdammt, das ist natürlich ärgerlich. Ragusa, das wird eng hier übrigens. Kirche. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Ach, gibt's doch nicht. Okay, der Auftrag wird vermutlich nicht funktionieren. Handel. Handeln wir hier oben doch gleich nochmal. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die mich alle jetzt nicht mehr mögen hier im Senat. Nur weil ich auch mächtig bin. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass unser Förderer, der Doge, uns auch nicht mehr mag. Also er stimmt ja auch nicht mehr als 50% ansehen. Und das ist ein bisschen blöd. So. Kaufen wir das alles mal. Ansonsten gibt es hier eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Hier gibt es noch Auftrag. Gut, euch zu sehen.
denn wir haben ein Problem. Klar. Aber ich muss erstmal mit meinem anderen Auftrag, und ich wollte nach Syrakus. Nein, es war was anderes, warte. Nach Durazzo. Muss ich jetzt auch mal hin, und zwar schnell. Und ich guck mal mit ihm hier, ob ich hier eventuell zum einen verkaufen kann, genau. Und ob ich zum anderen... Nein, ich kann keine neuen Matrosen aufnehmen, verdammt. Das heißt, aber mit ihm fahre ich jetzt wieder nach Rom, in meinen Stützpunkt sozusagen. Der kostet mich täglich auch ganz schön viel, dass der einfach nur hier sinnlos rumfährt. Steck von Dragut entdeckt, oder wie der auch immer heißt. Dragü? Keine Ahnung. Und hier mit dem DLC, da wurde ich heute übrigens auch gefragt, wie das denn damit ist, ob sich das lohnt. Wenn ich hat Probleme, schön. Hier, da wird der Kartenteil nochmal um diesen Bereich hier hinten erweitert. Meiner Meinung nach lohnt sich das für 20 Euro nicht. Ansonsten, ja, wenn ich sag mal so, wenn es um die 10 Euro kosten würde, würde ich es machen, aber so nicht. Das hier ist... Wie viel haben die denn hier an Produktion? Alles geht seinen Gang. Die produzieren 120 in 10 Tagen. Und Ragusa hat Kontor. Seid gegrüßt. Wisst ihr schon, dass uns Rohstoffe fehlen? 40 Verbrauch in 10 Tagen. Das soll eigentlich wunderbar aufgehen. Vielleicht sollte ich trotzdem nochmal... Nee, ich guck mal gerade im Kontor. Wollt ihr euch ausruhen? Es gibt nämlich nichts zu tun. Ich produziere in 6 Betrieben 120 in 10 Tagen. Das muss normalerweise gehen. Ich weiß eigentlich nicht, warum es nicht geht. Ich baue einfach nochmal eine. Hier, ein neues Gebäude errichten. Kann ja nicht schaden. Und die Frömmigkeit in Ragusa werde ich vermutlich nicht mehr so hoch kriegen. Kommt herein zu einem Gebet. Ja. Beten. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il nome tuo. Ist das Vater unser auf Italienisch? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Ja, genug gebetet. Ich guck mal gerade in Venedig selbst, im Senat. Gut, ich hätte jetzt eine Stimme, zwei Stimmen, drei Stimmen, vier Stimmen, fünf Stimmen. Es muss funktionieren. Ich fahre noch nach Durazzo. Es gibt Nachricht aus Venedig. Venedig. Es fehlen Arbeiter, verdammt. Mit ihm verkaufe ich jetzt die Gewürze, weil dann sollte ich genug zufrieden, also Ansehen haben bei dem Herrn. Noch 7 Gewürze mehr. So. Verkaufe ich das nochmal gerade. Handle ich einfach mal hier alles, was ich hier zu Maximalpreisen wieder loswerden kann. So. Ich finde dieses Handelssystem an sich ja schon ziemlich gut. Also ist es relativ ausgewogen. Klar, wenn man verschiedene Produktionsstätten hat irgendwann, dann ist es nicht mehr schwer, irgendwie reich zu werden. Und je weiter man kommt, desto reicher wird man auch. Also, es war aber in den Vorgängerteilen auch jedes Mal so. Und trotzdem hat es mich nie wirklich gestört. Ich hatte mal mehr. Oder? Keine Ahnung. Jetzt aber müsste ich im Senat genug Leute haben, die für mich stimmen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr könnt meiner Familie einen Gefallen erweisen. Ja, zum 16. November schaffe ich. Auf nach Famagusta. Nein, nicht mit Nemo. Nein, 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 nein. Er hier fährt nach Famagusta. Und hier im Senat starte ich jetzt mal die Abstimmung. Aufstieg. Starten. Na? Halten die sich an? Na gut, er stimmt für mich. 3, 4, 5. Geschafft, juhu. Geht doch. Er hier. Kann's kaum fassen. Aber das würde ich sagen, ist mir gelungen. Was kommt eigentlich nach Fürst? Großfürst. Gut, Mauri Castro stellt mir eine Handelslizenz zur Verfügung. Ist doch mal gut. Großfürst, das heißt, ich kann jetzt mehr Konvois führen. Das heißt, ich könnte... Achte auf Ragusa. Was ist denn hier los? Rohstoffe fehlen. Ja. Ich speichere erstmal, genau. Let's play. Speichern. 3 Stunden 36, 3 Stunden 49. Ja. Da wäre mein Timer. Gut. Gut, das heißt also, was tun? Ich könnte jetzt die Blockade einrichten. Allerdings brauche ich dazu mehr Schiffe. Heißt also, ich guck mal gerade hier. Was Neues in Koroni. Nicht beim Hafenmeister, sondern im Arsenal. Was denn? 30, 28, 32. Eine Kriegsfregatte. Gibt's hier zu kaufen. Was kann man denn bauen? 24, 20, 6, 32. Ja, Kriegsfregatten sind mit Abstand besten Schiffe. Gut, ich kann ja einen neuen Konvoi führen. Heißt also, ich erteile mal den Auftrag. Drei Kriegsfregatten zu produzieren. Und die schicke ich dann alle nach Rom und verbünde sie mit meinem Konvoi Nemo. Und dann habe ich da nämlich noch ein zweites Schiff, also zweites Schiffset sogar richtig auf Vorrat sozusagen. Hier kann ich eigentlich mal den Konvoiverwalter einsetzen. Und zwar hier Kontor, den Kontorverwalter meine ich. Bei uns Lagerkosten. 125%. Ja, warum nicht? Ein weiteres Lager müsste ich hier jetzt eigentlich auch mal bauen. Schön euch zu sehen. Leider entstehen bei uns Lagerkosten. So. Ja. Wer ist denn da? Den hole ich mir mal gerade. Ja, das soll ich locker gewinnen, deshalb mache ich das automatisch. Na. Hoffe doch mal, dass ich locker gewinne. Okay. Ja. Dann fahre ich damit mal weiter nach Famagusta. Ich habe immer noch Kampfstärke 102, krass. Dafür, dass ich so viele... Also dafür, automatisch... Jupp. Sollte ich schaffen.
Ich bin nicht so der große Kampffreund hier in diesem Spiel. Vor allem nicht jetzt gegen Schluss der Folge. Schlacht gewonnen, geht doch. Allerdings habe ich diesmal ziemlich viel verloren, muss ich zugeben. Es gibt was Neues in Zara. Ah, der Kapitän kann leveln. Und zwar Schiffsbauer, genau. Kann ich nämlich jetzt hier mein Schiff günstiger reparieren lassen. Was relativ praktisch ist. Reparatur. Und das war's jetzt auch für diese Folge. Ich speichere noch einmal. Nicht Autosave, hier Let's Play. Hoffe, euch hat's gefallen, auch dieses Mal. Und wir sehen uns dann im weiteren Video. Bis dahin, ciao, ciao.